Yo, yo, immer noch Alpagan, der Usta aller Glatzen und ihr schaut Malcolm Musik. Sein aktuelles Album ist Platz 5 gegangen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt bist du hier, kurz zu deinem Konzert. Wie geht's? Ja, ein bisschen angeschlagen von den letzten Auftritten. War es anstrengend, die Tour? Ja, war gut, also positiv anstrengend. Also es gehört dazu, mit zu der Arbeit. Ja, auf der Bühne Entertainment, die Leute unterhalten. Ist mein Job, macht Spaß. Aber irgendwo auch natürlich anstrengend, wenn man es jeden Tag macht, auf Natur. Letzte Woche war ich halt auch ein bisschen erkältet. Ich bekämpfe noch meine Erkältung. Aber es läuft gut. Ich will die Leute, die hierher kommen, ich will die niemals im Stich lassen. Einfach so da stehen lassen. Deswegen ziehe ich es durch und es hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Und wir machen auf jeden Fall weiter. Hast du eine besondere Verbindung denn auch zu München? Bist du öfters hier? Eigentlich nicht. München ist die reichste Stadt in Deutschland. Wie ist so die Crowd in München? Sind die alle so total schnöselig? Auf der letzten Tour war ich in München. War mein erster Auftritt in München und das war der beste Auftritt von der ganzen letzten Tour. Ach was, warum? Ja, weil es die beste war, die haben am besten mitgemacht, die waren am lautesten und die meisten kamen auch nach München. Also ist da ein Vorurteil, dass die Münchner vielleicht nicht so abgehen auf Hip-Hop? Vorurteil? Nicht. Wieso? Weil du sagst, es ist die reichste Stadt, deswegen bist du ja nicht so. Nee, aber ist doch die reichste Stadt, oder? Ich wollte vorhin sagen, München ist die reichste Stadt und ich komme aus dem ärmsten Ghetto und deswegen habe ich eigentlich in München nicht so viel verloren. Also ich habe nicht so viel zu tun in München. Aber natürlich war ich auch schon mal hier beim Bayern München Real Madrid Spiel in der Allianz Arena, war ich auch das erste Mal. Dank von hier nochmal George Boateng und Jerome Boateng, dass sie mich eingeladen haben. Ich war da in dem Spiel, es hat mir sehr Spaß gemacht. München ist auf jeden Fall eine schöne Stadt. Aber für mich ist halt schwer hier zu leben. Ich bin nicht K1 oder so, der das sich leisten kann. Hier yeah. Wie du hast ja gerade gesagt, du bist total beschäftigt, immer zu tun, du machst Alpagan TV auch. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ich muss arbeiten. Weißt du, wenn ich nicht arbeite, dann fehlt irgendwas im Leben. Weißt du, ich habe keinen Bock auf der Straße zu arbeiten und die alten Sachen zu machen, was ich früher gemacht habe. Ich bin heute ein Produkt, Alpagan. Und wie ihr mitbekommt, ist Musik halt auch eine sehr schwere Branche geworden, mit CDs-Verkäufe und wie auch immer. Deswegen versuche ich mich halt von jeder Seite aus, jeder Ecke zu präsentieren. Sei es Alpagan TV, sei es Alpa auf der Bühne oder sei es Alpagan von der Straße, der viel zu erzählen hat. Mit einem Album kommt alles kommt zurück. Also auf jeden Fall versuche ich, meine Perspektiven auszunutzen und das Beste draus zu machen auf jeden Fall. Wobei man schon sagen muss, deine Alben sind, also vor allem den letzten beiden, voll abgegangen. Das letzte ist sogar Top Ten. Deswegen, das wundert mich, weil als ich ein kleiner Junge war, warst du überall im Fernsehen, Verbotene Liebe mit... Ich bin 20 geworden. Du bist 20, also hast du Ausländer und Verbotene Liebe mit 13 hast du die... Ja genau, so war ich mal genau die Zielgruppe, ich habe das halt genau gesehen. Und ich wundere mich halt, da hast du den großen Push gehabt. Und ist für dich gerade eine große Ehre, mit mir hier zu sitzen und mich zu interviewen, oder? Ich freue mich total, ich war ziemlich aufgeregt. Wie erklärst du dir das, dass du, obwohl du damals diesen großen Major-Push hattest, jetzt viel erfolgreicher bist mit deinen Alben als damals? Ganz ehrlich, das ist... ich hatte eine unerfahrene Vergangenheit in der Musikbranche. Ich hatte wahrscheinlich ich war bei den falschen Leuten, die sich kaum um mich gekümmert haben. Das habe ich mich auch jahrelang gefragt. Ich kam mit Ausländer, die Single lief 6 bis 8 Wochen in den Charts. Ich habe gar keine Ahnung von der Musikszene damals. Ich weiß, wie man mit anderen Sachen handelt. Ja? Aber ich komme in die Musikszene, ich mache ein Album, ein Debütalbum, bin ich 6 bis 8 Wochen mit meiner Single in den Charts. Wie kann es sein, dass ich seitdem in den nächsten 2 Jahren nicht mal einen Auftritt habe oder gebucht werde, weißt du? Und das ist mir halt später klar geworden, warum das so lief. Und jetzt ist mir klar geworden, keiner hat sich um mich richtig gekümmert. Jeder hatte selber mit sich selber zu tun. Ich will jetzt nicht weiter in die Namen und in die Details reinkommen. Das sind so Sachen, über die ich schon geredet habe, weißt du? Und ich habe auch keinen Bock, in der Vergangenheit rumzuwühlen. Vergangenheit ist Vergangenheit, ich habe daraus gelernt und wie die Leute es mitkriegen, die mich verfolgen, seit ich mich von diesen Leuten getrennt habe, läuft es besser, also muss da was gemacht werden. Ich habe es jetzt in die Hand genommen, habe 1, 2 gute Freunde, die sich um mich kümmern, weißt du, sei es mein Management, sei es mein Label Major Moves und es kam Bewegung ins Spiel. Kann man sagen, du warst damals mehr Künstler und heute mehr auch Businessman, der auch alles... Na klar,
Ich meine, wenn du bei Stefan Raab bist, dann bist du Businessman, Alter, nicht nur ein Star. Nee, dein Marketing ist auch immer on point. Also ja. Weißt du, das war auch damals so ein Gefühl. Ich dachte mir, wer bin ich, dass ich zu Stefan Raab gehe? Und heute habe ich gemerkt, wenn du es wirklich selber in die Hand nimmst und wenn du arbeitest, deinen Willen durchziehst, dann kann alles gehen, dann schaffst du alles. Und das, als ich bei Stefan Raab eingeladen wurde, das war für mich der größte Highlight. Da habe ich mir gedacht, siehst du, es geht. Also hättet ihr das damals mit mir auch hingekriegt. Wenn ich es alleine schaffe, hätte ich es mit euch vielleicht viel früher und viel besser und viel leichter geschafft. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt danach, mir wollte man Steine im Weg legen oder sie wollten nicht, dass ich einfach durchkomme. Was hier zu deinem Albumtitel, Alles kommt zurück. Genau. Es kam im Mai raus? April kam es raus. Ich habe vorhin Verbotene Liebe angesprochen, auf dem Song ist ein Teil 2 drauf, mit Dylan, die gerade beim Bundesvision Song Contest ist. Hast du das irgendwie verfolgt? Bist du da Fan von Sing um dein Leben? Dylan vorher verfolgt, natürlich bei der Show, wie heißt es nochmal, X-Factor? The Voice of Germany. Und auf jeden Fall hat die eine krasse Stimme. Sie singt sehr gut, sehr schön, sie hat eine ruhige Stimme. Sie hat jetzt neulich auch bei Sing um dein Leben, glaube ich, auch sowas türkisch-style-mäßiges, weißt du, mit orientalischem Beat und so. Also ich feiere sie. Und durch Savas ist ja mit Xavier Naidoo ein bisschen, also sie sind ja sehr gut. Da habe ich natürlich Savas gefragt, für den Album würde ich gerne was mit Dylan machen, wenn das geht natürlich. Und hat danach gefragt, sie hatte Lust drauf und so kam der Feature halt zustande. Und ich bin froh und glücklich, dass wir den Song gemacht haben. Mein Lieblingssong auf deinem Album, Taxi, es geht total ab. Du hast die Line genommen, jeder Penner war schon bei ihr hinten drin, Taxi. In dem Song, der Song ist so, wenn man auf den Text achtet, geht es ja um ein bestimmtes Typ Mädchen. Ist es da wirklich so, dass du dir denkst, wenn eine Frau, wenn die zu viel, eine große, zu große Vergangenheit, dass es dann nichts mehr für dich ist oder ist das nur überspitzt für den Song? Na, ganz ehrlich, das ist eine Line von Savas gewesen in dem Feature, den ich mit ihm gemacht habe, auf Ehrensache. Und ich habe die Line gefeiert, weißt du, da sind mir viele Sachen durch den Kopf gekommen und ich habe an eine bestimmte Person gedacht, habe ich auch schon mal erwähnt. Ja. Ich kann auch sagen, wer es ist, ich habe an Cilla gedacht. Ja. Okay, und habe einfach durchgezogen und habe die Line genommen, habe daraus einen Hook gebastelt, Sonu, ja, Sonu Beats hat auf jeden Fall den Hook gebastelt, hat einen Beat draus gemacht und ich habe da reingeschrieben, was mir durch den Kopf ging. Und so eine Fälle haben wir natürlich heutzutage oft, ja, und ich wollte halt daraus einfach einen lustigen Song machen, einen Club-Song, wo die Leute drauf abgehen und heute, wenn ich einen Auftritt habe, merke ich, dass die Leute bei dem Song am lautesten sind und Bock auf den Song haben. Ja, weil, was ich meinte, ist, eine böse Zunge könnte ja sagen, du findest es nicht gut, wenn eine Frau offen ihre Sexualität auslebt. Hättest du da ein Problem damit oder ist das... In dieser Zeit, wir leben, jeder hat den freien Willen, jeder hat die freie Meinung. Wenn sie der Meinung ist, sie zieht sich nackt aus, kann sie es machen. Aber ob es mich anmacht, antönt, das ist eine andere Frage. Weißt du, ist jeder selbst überlassen. Vielleicht seht ihr Vater ihr nacktes Bild und wird davon geil, verstehst du? Also ich weiß nicht, was ihr Ziel dabei ist. Also mich tönt es nicht an. Ich mag es lieber, wenn die Frau vernünftig aussieht. Dezent, schön gekleidet, so vernünftig halt. Sie muss nicht unbedingt zeigen, was sie hat. Aber dann für den Kerl genauso denn? Bitte? Der Mann muss dann... Ich laufe nicht mit einem Boxershorts, sondern mit einem offenen Penis rum, Alter. ein anderer Song, der mir gefällt, der heißt Angst auf dem Album. Da ist eine Zeile, die heißt, das Leben ist wie ein großer Test, stell sicher, dass du einen einschreibst. Wenn du jetzt deinen Test abgeben würdest von dem Leben, wie du es gerade geführt hast, die Lehrerin kommt, sie sagt, Test ist vorbei, gib ab. Welche Note würdest du dir geben und warum? Es gibt keinen Zwang. Und in der letzten Zeit, so wie ich lebe, wie ich nach meinem Glauben lebe, würde ich mir auch von Herzen, ich will jetzt nicht so groß für mich reden, aber ich würde mir auf jeden Fall eine 3+ geben. Ich habe eine 1 erwartet. Ey, wie gesagt, das ist trotzdem noch seine Entscheidung. Weißt du, jeder wird für sich selber abrechnen, aber ich bin noch am Lernen, ich lerne noch. Aber ich bin auf keinen Fall 3-, Alter. Weißt du, ich bin auf dem besten Weg. Ich weiß, dass ich gerade alles richtig mache, aber ich will auch nicht groß reden. Weil man sagt bei uns, dein Gebet und dein Glaube ist für dich, nicht für die Leute. Man soll nicht damit Werbung machen, das machst du, sondern nur für dich. Weil du wirst am Ende ihm eine Rechenschaft, bist ihm eine Rechenschaft schuldig und nicht er. Deswegen muss ich für mich selber
perfekt genug sein, weil du kannst dich nicht selber belügen. Weißt du, du kannst dich niemals selber belügen und ihn kannst du erst rechtlich belügen. Ihn kannst du erst rechtlich anlügen. Weißt du? Deswegen, man muss zu sich selber ehrlich sein. Wenn du zu dir selber ehrlich bist, dann bist du auf dem geraden Weg. Dann bist du richtig. Aber du kannst dich nicht selber beschäftigen. Ja, wenn du jetzt schon bei einer 1 wärst, dann wärst du ja eigentlich so, dass du bereit wärst zu gehen. Also hast du da noch so ein... Keiner von uns ist perfekt. Weißt du, ich versuche nur, das richtig zu machen. Weißt du, ich bin, guck mal, als Rapper, ich bin ein Idol. Ja? Für viele da draußen, die heute kommen, ich bin ein Vorbild für die. Ja, aber ich will, die denken vielleicht, ich bin cool, wenn ich kiffe und mache, aber wenn ich mit denen sitze und denen sage, ey, das, was du machst, ist falsch. Das ist falsch. Dann haben die ein anderes Bild, ein neues Bild von mir. Ich überrasche manche auch. Ich hätte echt nicht gedacht, dass du so bist oder wie auch immer. Ist doch ein positives Feedback für mich selber. Weißt du, dass sie sehen, dass sie dann sagen, ey, du hast mir gerade meinen Gedanken ein bisschen durcheinander gebracht. Ich bin zum Nachdenken gekommen. Wie schön für mich. Weißt du? Du willst ein gutes Vorbild sein. Du hast einen Song Rapper-Politik, aber eigentlich war das nur eine Überleitung zur aktuellen Politik. Wählst du? Bist du interessiert an... Ich halte nichts von der Politik. Ich halte von gar keiner Politik. Ich bin kein Politiker, ich halte nichts von der Politik. Ich bin auch für keine Partei, auch in der Türkei, auch hier nicht. Wie gesagt, ich bin ein gläubiger Mensch. Und wie die Christen und wie die anderen ihre Bibel haben, haben wir auch ein Buch. Und das ist für mich das Gesetz. Das andere interessiert mich nicht.